Moin Leute und herzlich willkommen zur 11. Folge der FIFA 21 Trainer Karrieremodus mit dem BVB. Wir sind gerade hier noch in der Transfer Deadline hier. Also Deadline, was heißt Deadline? Deadline ist erst am 31. aber da sind wir kurz davor. Wir haben als nächstes ein Spiel gegen Wolfsburg, aber wir haben noch ein bisschen Geld auf dem Konto und versuchen es nochmal bei einem Spieler, den ich mir rausgesucht habe, und zwar fürs Mittelfeld, Marcel Sabitzer. Da laufen auch gerade die Gerüchte rum, dass Dortmund den in echt haben möchte. Da versuchen wir es doch mal direkt. Aber ihr denkt euch jetzt vielleicht, ich habe doch nur so wenig Geld, und zwar 25 Millionen, und der hat einen höheren Wert, als wir eigentlich ausgeben können. Deswegen Spielertausch. Thomas Meunier könnten sie bestimmt gut gebrauchen. Zurück zu Paris. Saint-Germain. Und könnten wir mit 20 dazu drauf zahlen. Sagen wir 22. Und dann mal gucken, was sie haben wollen. Die wollen trotzdem immer noch so viel Geld haben. Eieieiei. Und da müssen sie sich Bedenkzeit nehmen. Ich hasse das. So, gehen wir halt eben ins Spiel gegen Wolfsburg rein. Da gehen wir in die normale Simulation, weil ich habe gesehen, es kommt noch zu einem weiteren Wolfsburg-Spiel. Da können wir mal im Kalender gucken. Und zwar das Pokalspiel, und ich möchte nicht zweimal Wolfsburg in einem Part haben. Man kann auch mal die besseren Vereine mal simulieren. Wenn wir natürlich so hart in Rückstand gehen, dann versuche ich nochmal einzugreifen, aber sollte jetzt nicht so ein großes Thema sein. Und nach 6 Minuten 1-0 für Wolfsburg. Leck mich doch einfach. Und in der 58. Minute Marco Reus mit dem Ausgleichstreffer. Und in der 68. Minute Toni Kroos mit dem 2:1. Und in der 78. Minute Alexis Sanchez mit dem 3:1. Damit gewinnen wir das Spiel mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg. So, die Sache mit Sabitzer. Naja, sie wollen immer noch ihre 54 Millionen, aber wir könnten es ja nochmal versuchen, noch ein bisschen weniger rauszuhandeln. Und zwar könnten wir höchstens 30, circa irgendwas unter 30 anbieten. Sabitzer bekommt auch, glaube ich, ein hohes Gehalt, deswegen. Ja, 28 plus Meunier. Och Mann, Leute. Müssen wir versuchen, einen anderen Spieler dazu zu geben, aber wen? Wen ist so die Frage? So, da kommen sie uns ein bisschen näher zumindest. Aber bringt uns auch nicht viel. Das lehnen sie jetzt komplett ab. Heißt kein Marcel Sabitzer. So, weil Sabitzer ja nicht geklappt hat, versuchen wir jetzt mit Mateusz Kuncza, oder wie auch ausgesprochen wird, halt einfach als Backup. Ja, also ich finde, der würde sich schon lohnen, Außenverteidiger. Meunier ist ein bisschen mehr wert, also ja, ist ein faires Angebot. Bloß wir handeln das nochmal ein bisschen runter, 5 Millionen plus Weiterverkaufsgebühr entfernen wir. Und das nehmen sie an. So, jetzt müssen wir nur noch den Vertrag verhandeln. Was können wir ihm denn geben? Ich gebe ihm mal sporadisch. Das nimmt er sogar an. Nice. 5-Jahres-Vertrag. Na, man will nur 3. Dann finden wir uns eben in der Mitte bei 4. Freigabesumme 60 Millionen. Okay, 66 Millionen Ausstiegsklausel. Drückt 43 Millionen. 43 Millionen wäre ein bisschen krass. 43.000.
Ach, leck mich, komm, das nehmen wir an. Und damit hätten wir Matthäus Kundschaft verpflichtet. So, weil das ja auch in echt passiert ist, wollen wir ja hier mal uns als Backup-Torhüter für Castells Kobel holen. Nur, dass Kobel in Real Life der Stammtorhüter sein wird. Könnte jetzt auch wieder dazugeben. Dann können wir nochmal Geld sparen. Und ja, den wollen sie sogar haben. Weiterverkaufsgebühr entfernen wir und eine Mille könnt ihr dazu für Hits noch haben. Eben zwei. Und das nehmen sie an. So, jetzt kommt es zur Vertragsverhandlung. Sporadisch, das ist ein gutes Angebot, das nehmen wir an. 5-Jahres-Vertrag. Ja, möchte nur 3. Dann sagen wir 4. Freigabesumme möchte ich eigentlich nicht für ihn haben, weil er ist ja so der Backup-Keeper. Und den möchte ich jetzt nicht unbedingt weggeben. Somit hätten wir dann auch Kobel verpflichtet. So, weil wir noch ein bisschen Geld übrig haben, holen wir uns nochmal einen Ersatz-Innenverteidiger mit Simon Kerr. Da wollen wir es erstmal versuchen. So, wir bieten Passlack plus 15 Millionen. Sie wollen Morey, den könnt ihr haben. Ich habe echt genug Außenverteidiger. Den könnt ihr wirklich haben. Ja, ein bisschen Geld senken. So, das solltet ihr doch annehmen. Komm, scheiß drauf, holen wir uns ihn. So, kommen wir direkt zur Vertragsverhandlung. Bieten wir ihn auch mal sporadisch an. Okay, Rotation bin ich auch mit zufrieden. 3 ist Vertrag, sagen wir 4. Bis du 35 bist, kannst du hier spielen. Freigabesumme ist akzeptabel, nehmen wir an. Und Gehalt 60er. Ja, das passt. Damit hätten wir ihn auch Simon Kerr verpflichtet. So, wir haben nichts mehr auf dem Transfermarkt, was wir noch machen können. Wir können uns hier nochmal die Top-Transfers angucken. Das wären Valverde zu Paris für 104,9 Millionen. Thomas Müller verlässt FC Bayern Richtung Real Madrid. Toni Kroos zu uns. Jorginho plus die 36,1 Millionen. Und Fonso Davis geht auch zu Juventus. Wijnaldum und hier noch den guten Kunscher. Und dann noch so manche andere Transfers, aber das ist ja erstmal egal. Simulieren wir es hier durch und damit wird die Transferphase zu Ende. So, als nächstes geht es ran ins Viertelfinale von dem DFB-Pokal und wir sehen, Wolfsburg hat sich Caleb Hudson-Odoi gegönnt. Ja. Ist aber, so wie ich sehe, nicht in der Startaufstellung drin. Und, ich muss mal kurz was tun für die Startaufstellung. Ein bisschen umrotieren, weil, jeder ist ja tot gefühlt. So, damit hätten wir die Aufstellung ein bisschen angepasst. Debüt von Claire Kuntscher wird in diesem Spiel ermöglicht. Wir könnten auch Kobel noch reinstellen, dann hätten wir... Ja, okay, wir stellen noch Kobel rein, dann hat er auch... sein Debüt und wir können es ja so machen, dass Kobel für die Pokalspiele, also für den DFB-Pokal spielt und der gute Castells für die guten Bundesligaspiele. So, und da geht's auch direkt los mit dem Spiel. Bis gleich zur ersten Situation. Arnold am Ball. Kuntscher auf Musiala. Musiala auf Rashica. Rashica. Und Rashica macht das Ding in der 10. Minute. 1:0. Milot Rashica. Vorlage von Jamal Musiala. Schönes Ding.
Schön vorgelegt. Und da sieht der Birki schwach aus. Auch eine bekannte Person hier für die Dortmunder. Kuncha am Ball. Rüber auf Arnold. Brandt wird da ein bisschen umgefault, bleibt liegen. Musiala auf Arnold. Arnold auf Rashica. Rashica schießt und macht das zweite Tor für den Borussia Dortmund in der 18. Minute. Schön gemacht vom BVB. Schöne Vorlage von dem guten Arnold auf Rashica und der verwandelt das Ding sehr schön. Kobel. Klostermann. Musiala. Musiala. Auf Milot Rashica. Rashica schießt und macht den Hattrick in der 32. Minute. Schönes Ding. Da hier wieder vorgelegt von Jamal Musiala. Und schöne Verwandlung von Milord Rashica. Oh, Klostermann geht da zu hart rein, trifft nur den Mann. In der letzten Minute der Halbzeit gibt es noch den Elfmeter für den VfL Wolfsburg. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Klostermann trifft da eindeutig nur den Mann. Ganz klare Elfmeter aus meiner Sicht. Kobel, jetzt kannst du dich beweisen. Und er geht oben rechts in den Winkel. Maximilian Philipp müsste das gewesen sein. Ja, so ist es. Ja, schade. Aber selbstverdient. Klostermann geht da einfach zu hart in den Mann. Würde ich aber sagen, gehen wir direkt in die nächste Halbzeit. Bis gleich zur nächsten Situation. Maximilian Philipp. Wird da. Simon Kjær grätscht da rein und nächstes Tor in der 52. Minute für den VfL Wolfsburg. Jetzt wird es knapp für den BVB. Ah, Simon Kjær fast noch rangekommen. Ah, schade. Lanzini mit seinem dritten Tor im DFB-Pokal. So, und jetzt kommt Callum Hudson-Odoi. Bei uns geht Guerrero runter und dafür kommt der gute Schmelzer. Der bekommt auch mal seine Chance. Er hat mich letztens gefragt und jetzt bekommt er die Chance. Wolfsburg. Ui, knappes Ding, knappes Ding. Musiala. Jetzt vielleicht zum Konter. Kuncha auf Hazard. Thorgan Hazard, ja, der Vorname gefehlt. Milot Rashica. Nächster Wechsel. Musiala geht runter. Dafür kommt Rainier. Ausgeliehener Spieler kommt für ausgeliehener Spieler. Auch mal lustig. Und der war abseits anscheinend. Jetzt nichts gesehen, aber egal. Schmelzer auf Kuncha. Kuncha schießt vom Weiten und der geht sehr gut aufs Tor. Bögi kriegt den aber dann noch. Kommt zum Eckball. Und Bögi hat ihn. Wird nicht viel aus dem Eckball. Aber vielleicht hier nochmal von Arnold. Rüber auf Thorgan Hazard. Thorgan Hazard. Klostermann. Rainier schießt. Der geht wieder nur auf den Mann. Kuncha auf Milot Rashica und der ist diesmal drinne. Milot Rashica mit seinem vierten Ding in diesem Spiel. Der spielt ein richtig gutes Spiel heute.
Ihr Kunscher auf Milodrašica. Sehr schön gemacht. Gerhard auf Maximilian Philipp, der schießt vom Weiten, kommt da aber nicht durch. Sagadou auf Kunscher. Kunscher wird ein bisschen bedrängt, schießt vom Weiten und der geht auf Bürki direkt drauf. Nächster Wechsel steht an, wurde jetzt nicht angezeigt. Philipp geht bei Wolfsburg runter und bei uns kommt Paslak für ein paar Minuten für den guten Arnold. Für die letzten 5 Minuten kann Paslak sich auch nochmal beweisen. Und Thorgan Hazard auf Julian Brandt. Julian Brandt schießt und macht das Ding oben links in den Winkel rein. 2:5 in der 88. Minute. Jule Brandt macht das Ding. Schön gemacht. Schön vorgelegt von Thorgan Hazard. So, und das war es mit dem Spiel. Wir gewinnen mit 2:5. Und Man of the Match ist natürlich Milo Drašica mit 5 Versuchen und davon gegen 4 ins Tor hinein. Auf jeden Fall verdienter Man of the Match für heute, Milo Drašica. Hätten Sie mit diesem deutlichen Sieg gerechnet? So wie wir heute gespielt haben, so sollten wir eigentlich immer spielen, würde ich hier mal antworten. Hat Klostermann beim heutigen Sieg überzeugt? Da geht noch mehr. Der kann gut spielen. Rashica war heute nicht zu stoppen. Ihr Kommentar. Rashica ist ein Superstar. Top-Spieler bringen auch Top-Ergebnisse. Was für ein Superspieler heute. 4 Tore gemacht. Danke Grandios, für dieses einfach nur. Gespräch. Keine Ursache. Und damit würde ich erstmal sagen, das war's mit der Folge. Schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Lasst ein Like da und ciao.